wie ist die Stimmung hier? Sie ist toll. Die Leute freuen sich, dass wir uns wieder sehen können, dass man sich wieder treffen kann. Es sind ganz viele Projekte hier. Tolle Sachen einfach. Ja, und wenn man herfährt, denkt man nicht, dass in Obertrubach noch was kommt. Aber top organisiert, super Organisation. Großes Lob an Daniela Singer und Mannschaft. Und großes Lob an alle Clubs, die hier ausstellen. Wirklich super spannend und sehr interessant. Ich freue mich auf einen tollen Tag. Genau, wir freuen uns auf einen tollen Tag. Super. Die Distriktskonferenz 2022 ist noch nicht wirklich vorbei. Der Pulverdampf legt sich. Wir sitzen gerade hier auf dem Sofa mit der Past District Governorin Daniela Singer und dem frisch gebackenen District Governor Elmar Zöpf. Hallo. Daniela, kannst du wieder schnaufen? Langsam, ja. Dann ganz kurz und frisch zurückgeblickt. Was waren für dich die wichtigsten Elemente, die bewegendsten Elemente der heutigen Distriktskonferenz? Die Jugend und nicht nur die Austauschschüler, sondern auch die ganz Kleinen, die da waren, die Realschule mit ihrem Musical. Wenn ich jetzt alles aufzähle, dann sage ich alles. Und zur Musik, du hattest ja den Matthias Gehler mit dem Michael Streckenbach auf der Bühne, du hattest zwei Tenöre auf der Bühne, die Rotary Rockband auf der Bühne. Also zumindest aus meiner Sicht eine etwas andere Choreografie als bei Distriktskonferenzen, die ich bisher besucht habe. Was wolltest du damit ausdrücken? Dass wir uns bei Rotary auch wohlfühlen können, Spaß haben können zusammen und darüber auch viel einfacher ins Gespräch kommen. Für diesen Austausch hattest du ja auch speziell, gerade auch örtlich gesehen, am Rand noch Raum geschaffen. Was war da alles zu sehen? Von Bienenhotel über Dudenbier. Über, ich bring's gar nicht mehr zusammen. Die Handtaschenbörse, wenn ich die erwähne. Die Handtaschenbörse, natürlich. Wir hatten die Lebenshilfe aus Bosnien da, die mit in den Schlappen kam. Es sind so viele Sachen gewesen. Honig, also die Green Jobs. Es war die Ausstellung, um am Stand ins Gespräch zu kommen. Es war aber auch eine Auswahl an Vorträgen von den Clubs über ihre Projekte mit Vorbildcharakter. Ja. Also auch da wolltest du zur Nachahmung aufrufen. Ja. Nachahmer auch für Projekte deinerseits oder für die Governor-Projekte? Auch und einfach, um sich auch zusammenzutun. Wenn wir zwei, drei Clubs haben, die zum Beispiel Schlaganfallhelfer-Projekt machen, dann können wir daraus ein Global Grant machen. Dann müssen wir selber weniger Spenden sammeln. Mhm. Und wir halten das länger durch. Wenn man mehr, das Team größer ist, ist es einfach einfacher durchzuhalten. Mhm. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es immer leichter. Das war eines deiner Lieblingsworte, Global Grant. Zweites Lieblingswort in letzter Zeit, Subsidiaritätsprinzip. Ja. Ja, Augen auf bei der Spendensammlung und bei der Spendenvergabung. Wir geben, wir sammeln Spendengelder und haben eine hohe Verantwortung dafür. Ich habe das auch erst die letzten drei Monate so richtig gelernt. Und mir ist es bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und da gibt es dann auch noch einen Impulsvortrag, der hier auch noch eingespielt wird. Mhm. Den haben wir nochmal separat. Mhm. Du hast das erst die letzten drei Monate gelernt. Jetzt ist deine Zeit vorbei. Danke, Eltern, dass wir das gleich machen können. Und ich lasse es los. Das ist so unverhältnismäßig. Es ist auch bei Namen schon drauf, sieht auch gut aus. So jetzt. Ja. Neben dir sitzt der Nachfolger. Was gibst du ihm mit auf den Weg? Zuhören. Und Ausdauer durchhalten. Und immer die beiden Ohren benutzen. Worauf freust du dich denn in deiner Amtszeit? Auf die Clubbesuche. Weil nach zwei Jahren Corona
die Clubs schon regelrecht hungern nach einem Governor-Besuch. Daniela konnte das zwar teilweise tun, auch Heribert vor ihr konnte das teilweise tun, aber in der Konsequenz jeden Club wieder zu besuchen, jedem Club die Aufmerksamkeit zu schenken und jeden Club kennenzulernen, darauf freue ich mich. Welche Ziele wirst du den Clubs mitgeben? Veränderungen? Ich glaube, so viele Ziele muss ich mir gar nicht stellen. Wir haben genug Probleme, wenn wir es als Problem bezeichnen wollen. Das Gravierendste, was auch heute auf der Distriktkonferenz immer wieder von den Präsidenten formuliert wurde, wie bekomme ich meinen Club wieder auf die Gleise? Wie schaffe ich es, dass unser Clubleben wieder die Lebendigkeit von vor Corona bekommt? Mhm. Corona hat drastisch sich teilweise auf das Clubleben ausgewirkt und es ist eine Herausforderung für die Clubs. Und du siehst auch du spürst eine gewisse Ratlosigkeit bei dem Präsidenten. Und das wird eines der großen Gebiete sein, die ich beackere. Ja. Ja, Ratlosigkeit fordert natürlich Ratschläge vom Governor. Ja, ja, klar. Aber ich meine, ich habe ja nicht das Patentrezept. Das heißt, ich werde die Kommunikation zwischen den Clubs fördern. Ich werde reinhören müssen, was machen die einzelnen Clubs, welche Ideen entwickeln sie, um wieder zu einem regelregen Clubleben zu kommen. Und dann zwischen den Clubs kommunizieren, guckt mal, die machen das so, versucht das mal oder so in der Art. Ja. Meine zwei Vorgänger, erst Herbert, dann Daniela, haben so viele Dinge neu gemacht, so viele Veränderungen gebracht, so viel, dass es sicherlich ein Jahr mal braucht, um das alles zu konsolidieren, zu verfestigen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu verbessern. Aber es ist genug zu tun, ohne dass ich mir große neue Ziele stecken muss. Mhm. Ja. Ihr seid ja auch da schon als Team aktiv gewesen. Genau. Sehr schön. Also ich bin dann natürlich anders als Daniela. Ich werde nicht die hohe Schlagzahl von Daniela haben, leisten können. Das ist schon, wir sind über 10 Jahre auseinander. Das fordert das Alter, das Tribut. Aber ich denke einfach den Geist weiterleben. Mhm. Und auch, ich sehe da auch in Uli einen wirklich guten Nachfolger, der auch dieses lebt. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückblicken, Distriktkonferenz heute in deinen Augen, was war dein Gänsehautmoment? Ein Gänsehautmoment in dem Sinn hatte ich gar nicht. Ich hatte viel zu viel damit zu tun, meine Präsidenten der Reihe nach zu identifizieren, aufzulesen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das war für mich die schönste Seite der Distriktkonferenz, dass ich viele, viele Menschen, die ich nur virtuell kannte, endlich mal persönlich kennenlernen durfte und dass ich mit allen Präsidenten, die da waren, die jetzt ihr Amt antreten, mit mir sprechen konnte und viele Ideen mir erhalten, viele Impulse mir geben lassen konnte und auch, ich denke, auch den Clubs was mitgeben konnte, den Präsidenten. So, ich glaube, es ist eine sehr gute Organisation. Hut ab vor der Daniela und ihrem Team. Und ich glaube, die erste Pause tut allen gut. Jeder isst unsere Bratwürste weg. Da kommt Geld in die Schatulle und ist alles für einen guten Zweck. Ich gehöre zum Rotary Club Fränkische Schweiz Wiesental und mache gerade Mittagspause beim Krebsstand vom Filou. Und das sind die besten Krebs. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Und mir gefällt es hier sehr gut, das Wetter passt, das Essen schmeckt gut, das weiß ich schon vorher und es sind auch sehr viele nette Leute. Ich muss noch mal ganz kurz, Daniela, zu dir kommen von wegen emotionaler Moment. Ein sehr emotionaler Moment war natürlich der Dank an deine Familie, wie ihr zu viert auch vor der Bühne standet. Ich wünsche dir und deiner Familie jetzt mehr Ruhe und wieder Zeit füreinander. Ich danke euch beiden fürs Gespräch und dir, Elmar, eine gute Zeit. Danke. Hau rein. Ja, danke.